Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer virtuellen Bildungskonferenz Microsoft Envision Education. Vielen Dank, dass Sie heute hier vorbeischauen, hier eingeschaltet haben und diesen Tag mit uns und mit unseren Expertinnen und Experten verbringen. Unter dem Motto Entdecken, Lernen, Vernetzen möchten wir mit Ihnen gemeinsam Neues lernen, Kontakte knüpfen und die Zukunft der Bildung heute vielleicht ganz neu entdecken. Wir möchten diese Konferenz jetzt zunächst mit einem kleinen einleitenden Gespräch mit Lena Sophie Müller, der Geschäftsführerin der Initiative D21 und mit Dr. Marianne Jannik, der Geschäftsführerin von Microsoft Deutschland, eröffnen. Herzlich willkommen, Lena Müller. Herzlich willkommen, Marianne Jannik. Vielen Dank, Christopher. Und auch von mir ein herzliches Willkommen an Sie alle. Es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, dass ich diese Konferenz heute gemeinsam mit dir, Christopher, und mit dir, Lena, von D21 eröffnen darf. Vielen lieben Dank, liebe Marianne, lieber Christopher. Ich freue mich auch, hier zu sein und begrüße natürlich auch alle einmal ganz herzlich. Und ich freue mich übrigens besonders über die Vielfalt der Referentinnen und Referenten heute in unserem Programm. Wir haben ja Lehrkräfte dabei, wir haben Schulleitungen, Professorinnen, Professoren, wir haben Expertinnen und Experten aus der Praxis und aus der Theorie. Und es fällt wirklich schwer, sich überhaupt zu entscheiden, welche Programmpunkte man sich heute anschauen möchte. Das ist richtig, Lena. Es erwartet unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in der Tat ein vielfältiges und sehr, sehr abwechslungsreiches Programm. Ich denke mal, für jeden ist hier thematisch etwas mit dabei. Ja, vorbereitend auf unsere Opening Keynote, die ja unter dem Titel Mythos Bildung, Bildungsgerechtigkeit in der digitalen Transformation steht, würde ich gerne mit euch beiden vorab vielleicht doch nochmal ein bisschen das große Ganze erkunden. Fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an, Lena. Was heißt eigentlich für dich gute Bildung? Ja, gute Bildung heißt für mich vor allem eine zeitgemäße Bildung. Also eine gute Bildung befähigt die Menschen, die komplexen Herausforderungen, vor denen wir ja ohne Frage stehen, Automatisierung, Digitalisierung, auch die politischen Umbrüche, die wir gerade erleben. Gute Bildung befähigt die Menschen, damit selbstbestimmt umzugehen, sich kompetent in dieser immer digitaleren Welt zu bewegen. Und vor allem dabei nicht nur Konsumenten zu sein, sondern letztlich auch Architekten dieser Welt zu sein. Und damit man das alles proaktiv und gut gestalten kann, brauchen wir eigentlich die 4 Ks. Wir brauchen Kommunikation, wir brauchen Kollaboration, Kreativität und natürlich auch ein kritisches Denken, was enorm wichtig ist in dieser Zeit, um die Menschen eigentlich darauf vorzubereiten, was sie heute alles so erwartet. Und in meinen Augen brauchen wir deswegen vor allem auch einen Wandel in der Vorstellung, was man eigentlich unter guter Bildung heutzutage versteht. Und das bedeutet für mich, dass man diese eigentlich nicht mehr alleinig in der Schule erwirbt, sondern wir müssen hin zu einem Verständnis, dass gute Bildung heißt, dass es ein lebenslanger Prozess ist, dass der Spaß macht, dass man dadurch befähigt wird und dass das durchaus auch in Ordnung ist, dass man ein bisschen Trial and Error hat. Wenn ich da einfach reinspringen darf, ergänzen darf, ich denke, gute Bildung muss man in erster Linie sich so vorstellen, dass es etwas mit uns macht, nämlich bereit sein, sich zu verändern, neugierig bleiben. Natürlich gibt es Grundlagen des Lernens, die wahrscheinlich immer wahr bleiben. Aber vor allem muss die gute Bildung und ein starkes Bildungssystem für mich in der Lage sein, sich selbst zu reflektieren und sich auch auf die gesellschaftlichen Herausforderungen einzustellen. Bildung vom Kindergarten bis zur Hochschule und vor allem darüber hinaus formt die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und gibt ihnen das Rüstzeug für ein wirklich erfülltes Leben an die Hand. Und dieses Rüstzeug verändert sich natürlich immer wieder. Das muss Bildung mehr oder weniger zeitnah reflektieren können. Außerdem ist ein Lernprozess grundsätzlich immer ein Veränderungsprozess. Deswegen für mich die Offenheit für Veränderung, für Neues, das ist der Kern von Bildung. Marianne, du sprichst von der Offenheit für Veränderungen. Wenn wir uns das Thema mal aus der Perspektive der digitalen Transformation anschauen, wo liegt denn da für euch beide das Potenzial neuer Technologien? Wie würdet ihr das denn einschätzen? Vielleicht fängst du kurz an, Marianne. Sehr gerne. Für mich ist Technologie in ihrer Essenz ein Verstärker, ein Assistenzsystem. Aber was wir damit verstärken, das liegt natürlich in unserer Hand, in den Händen der Lehrkräfte, der Professorinnen,
der IT-Verantwortlichen, der Schulleitung und deren IT-Partner. Dieser, ich sag mal, Verstärkungseffekt hat für mich besonders großes positives Potenzial in der Inklusion und Barrierefreiheit, etwa durch Tools wie den Immersive Reader, automatische Untertitel, die wir einblenden können und Ähnliches, im Ermöglichen von sozialem Lernen und der einfachen Zusammenarbeit. Und da sehen wir heute noch ein Beispiel der IU International University und auch in der Stärkung von Eigenverantwortung und damit natürlich auch in der Selbstbestimmung der Lernenden. Was wir nicht dürfen, ist in die Perspektivlosigkeit zu kommen. Und das sind alles Fragen, an denen die Schulen, die Hochschulgemeinschaft schon lange mit großem Engagement arbeitet. Aber Technologie erlaubt uns nun, neue Wege zu gehen und neue Erfahrungen zu ermöglichen. Lena. Da kann ich sehr, sehr gut anschließen, Marianne, weil ich dir zustimmen würde. Technologien sind im Endeffekt Werkzeuge in unseren Händen. Und die Frage ist, ob wir sie gut verwenden. Ich möchte ein Beispiel geben. Wir haben bei der Initiative D21 schon vor 2 Jahren uns damit beschäftigt, wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich eigentlich zu großen Vorteilen führen könnte. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass diese Technologien durchaus dazu beitragen können, individuellere Lernmaterialien zur Verfügung zu stellen und wie zum Beispiel auch der individuelle Lernfortschritt viel besser berücksichtigt werden kann. Und das sind natürlich viele Chancen, mit denen wir dann auch eine bestmögliche individuelle Förderung im schulischen Bildungsbereich eröffnen können. Und wenn wir das tun und diese Technologien als Werkzeug begreifen, dann kann das natürlich auch zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen. Aber nicht nur das, es führt natürlich auch dazu, dass Lehrkräfte unabhängig von Raum- und Zeitvorgaben agieren können. Sie können entlastet werden von Routineaufgaben. Es können mehr Freiräume geschaffen werden, zum Beispiel für das Zwischenmenschliche, für die Ansprechbarkeit mit den Lernenden und zum Beispiel auch für die Wertevermittlung, die heute, glaube ich, auch mittlerweile eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und all das kann dann vielleicht Technologie nämlich nicht übernehmen, aber dafür ist dann der Raum da, dass die Lehrkräfte das in ihren Bildungskonzepten integrieren. Mhm. Vielen Dank, Lena. Vielen Dank, Marianne, für diese Einschätzungen, für diese Informationen. Bevor wir nun gleich in die erste Keynote wechseln, gibt es von eurer Seite vielleicht noch ein Grußwort in Richtung Publikum, eine Bedienungsanleitung für den heutigen Tag, irgendetwas, was ihr beiden zum Start dieser Konferenz noch loswerden wollt. Also ich freue mich einfach total auf den Austausch und ich freue mich auch ganz viele neue spannende Gedanken von dieser Konferenz mitzunehmen. Und unsere Erfahrung ist, dass es gerade auch im Bildungsbereich immer wieder wichtig ist, wenn dieser Austausch und dieses Netzwerken mit Dankbarkeit und Wertschätzung angenommen wird. Denn daran wachsen wir letztlich, wenn wir Menschen in Netzwerken zusammenbringen und voneinander lernen. Und das ist genau das, was heute auch bei der Konferenz passiert. Und darauf freue ich mich sehr. Und all den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich einfach einen sehr, sehr guten Austausch, dass sie sich gegenseitig Impulse mit auf den Weg geben, sich auch gegenseitig stärken in diesem Thema, wo einfach auch noch viel Arbeit vor uns liegt. Und Deutschland steht vor großen Herausforderungen, das haben wir eingangs schon angemerkt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir all diese verschiedenen Impulse heute auch annehmen, dass die Zeit für den Aufbruch ist da und den sollten wir gemeinsam gestalten und wir sollten Teil davon sein. Liebe Lena, du hast alles so wunderbar zusammengefasst. Von meiner Seite ist vor allem ein großer Dank, der an alle geht. Danke für Ihr Engagement, für unsere Kinder, unsere Gesellschaft. Auch wenn der Weg in der Bildung manchmal steinig ist, es geht bergauf. Veränderung, Transformation ist immer ein Lernprozess mit Fehlern, mit Umwegen. Und aus ganz persönlicher Erfahrung kann ich Ihnen allen, egal ob in der Schule, Hochschule, in leitenden Funktionen oder in der Lehre, meinen tiefsten Respekt dafür ausdrücken, dass Sie diesen Weg gehen. Und wenn Sie nach dieser Konferenz mit neuem Mut weitergehen, neue Inspirationen gefunden haben, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und dafür möchte ich auch ganz besonders den vielen Referentinnen und Referenten danken, die uns heute Einblicke geben, Erfahrungen teilen und damit ihre Bildungseinrichtungen für uns öffnen. Ja, vielen Dank nochmal an euch beide. Vielen Dank noch einmal natürlich an Lena, Sophie Müller und Marianne Jannik für dieses Gespräch. Ich darf jetzt an unseren Eröffnungsredner
Referenten abgeben. Der dritte sozusagen nach euch beiden, Eröffnungsreferent, der ist Professor für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück. Er war Lehrer am Berufskolleg, ist Autor mehrerer Bestseller und koordinierte unter anderem die Integrationspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen. Er ist ein gefragter Bildungsexperte, der Theorie und Praxiserfahrung vereint und sich ganz besonders den Fragen der Bildungsgerechtigkeit widmet. Ich freue mich sehr, dass er heute hier bei uns sein kann. Herzlich willkommen, Professor Aladin El Mafalani. Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und die Einladung hier zu der Bildungskonferenz der Envision Education 2021. Ja, meine Damen und Herren, wir erleben gerade Krisen- und Umbruchszeiten, treffen uns jetzt hier und diskutieren über die Möglichkeiten, Bildung in der Zukunft neu zu denken, auch unter Berücksichtigung sozialer Ungleichheit und Bildungsbenachteiligung. Und entsprechend werde ich in meinem Vortrag das ABCD der Bildungskrise versuchen zu skizzieren. A für Armut, B für Begabung, C für Corona und D für Digitalisierung. In den vier Schritten möchte ich mit Ihnen zusammen einmal die aus meiner Sicht wesentlichen Punkte durchgehen. Armut. Über Armut, gerade bei Kindern und Jugendlichen und den Einfluss der Armut auf die Bildungschancen von Menschen, wird viel diskutiert. Ich möchte ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Armut und in Armut aufwachsen prägt einen Menschen, und zwar nicht nur für eine kurze Zeit, sondern für die gesamte Biografie. Das ist sehr deutlich messbar. Das kann man nachlesen. Dazu habe ich eine ganze Reihe Texte geschrieben und es gibt viele Studien, die das zeigen. Wenn man aber verstehen will, wie die Zusammenhänge sind, und das muss man verstehen, damit man entgegensteuern kann, muss man sich in die Lage von Kindern hineinversetzen, die in Armut aufwachsen. Und in Armut aufwachsen bedeutet, dass im Prinzip die klügste Handlungsstrategie ist, sich zu verhalten wie ein Insolvenzverwalter. Und tatsächlich verhalten sich Kinder, die in Armut aufwachsen, wie ein Insolvenzverwalter ihres eigenen Lebens. Und das hat Folgen eben auch für die Bildungskarrieren. Warum ist das so? Die soziale Ungleichheitsforschung hat schon in den 1960er Jahren gezeigt und später dann wurde das immer wieder belegt, dass in der Familie die Reproduktion sozialer Ungleichheit und von Bildungsnachteilen stattfindet. Und kaum in der Schule selbst, sondern in der Familie. Über die Schule spreche ich gleich noch. Die kann man dafür verantwortlich machen und das sollte man auch, dass sie die ungleichen Startchancen nicht ausgleicht. Aber für die ungleichen Startchancen selber ist die Schule gar nicht, und vielleicht muss man es vorsichtiger sagen, kaum verantwortlich, der allerüberwiegende Teil in der Familie. Und was passiert in der Familie? In der Familie finden die Prägungen statt und Kinder und Jugendliche erleben eben in der Familie entweder einen Mangel an allem oder einen Überfluss an allem oder eben eine Mischform. Nehmen wir das Extrem, das Aufwachsen in Armut, in sehr prekärer Lebenslage. Die Kinder wachsen auf, erstens im Kontext von einem Mangel an materiellen Dingen, an Ressourcen, an Geld, aber auch an immateriellen Dingen, an Handlungsoptionen, an Möglichkeiten, Anerkennung zu bekommen, an Möglichkeiten der Möglichkeit an Entwicklungsimpulsen teilzuhaben. Und das sind gerade solche Impulse und die Möglichkeiten, Anerkennung zu bekommen und Handlungsoptionen sind enorm wichtig für die Entwicklung von Persönlichkeit, aber auch von Kompetenz. Und das ist enorm ungleich verteilt. Und wenn jetzt Kinder aufwachsen, nicht nur ein, zwei Jahre, sondern über die gesamte Sozialisation im Zustand von materieller Knappheit, dann immaterieller Knappheit, dann entwickeln sie ein Handlungsmuster, was sich genau darauf spezialisiert. Die Kinder sind klug. Das ist ein sehr kluges, rationales Handlungsmuster, das dann aber bedeutet, dass sie sehr kurzfristig denken. Kurzfristig, weil jeden Tag kurzfristige Knappheitsprobleme zu lösen sind. Und die erlauben gar nicht den Luxus, an morgen oder übermorgen zu denken. Sie denken immer nur mit einem sehr
kleinen, kurzen Zeithorizont. Zweitens, sie handeln dann hochmotiviert, wenn ein individuell für sie zurechenbarer Nutzen erkennbar ist. Das heißt, es wird immer nach der Funktion und dem individuellen Nutzen gefragt. Gibt es keinen erkennbaren individuellen Nutzen, ist die Motivation niedrig. Und drittens, wenn man von allem zu wenig hat, darf man nicht zu viele Risiken eingehen, um dann noch dieses Wenige zu verlieren. Deswegen, die Kinder entwickeln eine Handlungslogik der Risikovermeidung. Also, kurzfristig denken, funktional denken und risikovermeidend, genauso handeln Insolvenzverwalter oder Oberbürgermeister mit einer Kommune mit Haushaltssperre oder, also im Prinzip überall, wo Mangelwirtschaft ist, daran erkennt man, dass es ein kluges Handeln ist, dass es rational ist, dass es total nachvollziehbar ist, dass also Kinder diese Mentalität, wenn man es so bezeichnen möchte, entwickeln, weil die Rahmenbedingungen sie dazu zwingen. Es wäre völlig irrational, sich anders zu verhalten. Und dementsprechend, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, Begabung, Begabung, denn Begabung drücken sich unter bestimmten Rahmenbedingungen und im Kontext von Armut anders aus. Lehrkräfte sind ganz gut darin, Begabung zu erkennen, wenn die Kinder ihren eigenen Kindern sehr nahe sind, aus dem gleichen Milieu stammen. Und dann zeigt sich die Begabung eben so, wie man es gewohnt ist. Die Problematik ist jetzt, dass Armut Begabung nicht vernichtet, aber verdeckt. Und man muss sie entdecken. Und das muss man auch entdecken wollen. Das heißt also, man muss danach suchen und nicht so, wie es bisher überwiegend gemacht wird, dass man einfach guckt, also wenn mich etwas anspringt und ich erkenne, oh, da könnte Begabung sein, dann schaue ich nochmal genauer. So wird man dem Kontext Armut und Begabung nicht gerecht. Man muss suchen, weil eben die Armut, die ganze daraus entstandene habituelle Prägung dazu führt, dass sich die Begabung nicht so ausdrückt, wie wir es gewohnt sind. Auch die Motivation, ich sagte ja gerade, motiviert sind Kinder dann, wenn sie auch die Fragestellung, die Problematik verstehen, und das hat viel damit zu tun, ob sie einen Nutzen daraus sehen. Ist etwas funktional für sie sinnvoll? Und dementsprechend muss man das entdecken. Kleiner Exkurs aus einer Studie, die ich auch in Büchern, zum Beispiel in dem letzten Buch zu Bildung, Mythos Bildung, skizziert habe, in verschiedenen Kapiteln, nämlich, dass wir uns angeschaut haben, Kinder in der Grundschule, die durchschnittlich performen, die ganz durchschnittlich sind. Und dann haben wir uns geschaut von diesen durchschnittlichen Kindern, welche davon leben in Armut und in sehr prekären Lebenslagen, um zu schauen, wie ist es eigentlich darum bestellt, wenn man unter ganz schlechten Bedingungen durchschnittlich, leicht überdurchschnittlich performt, Leistung zeigt. Und tatsächlich, wenn man sich das einmal angeschaut hat, kam allen an der Studie Beteiligten in den Sinn, es könnte sich hier um Hochbegabung handeln oder zumindest um besondere Begabung, wenn man eben unter diesen schlechten Rahmenbedingungen so leistungsstark ist, vergleichsweise leistungsstark. Vielleicht sogar ein bisschen unerwartet leistungsstark. Und da haben wir Folgendes gemacht. Haben nicht alle mitgemacht natürlich, aber die ein oder andere Lehrkraft ist mitgegangen. Wir haben uns nämlich die Familien angeguckt, die Wohnverhältnisse, den gesamten Alltag der Kinder. Und die ein oder andere Lehrkraft dieser Kinder ist dann mitgekommen. Sah zum ersten Mal, wie diese Kinder, die meisten waren schon in der zweiten oder dritten Klasse, Jahrgangsstufe, wie die leben. Und spannend war, die Lehrkräfte kamen sofort auch selbst auf die Idee, dass das was Besonderes ist, dass das Unscheinbare, wenn man nur das sieht, was im Klassenraum passiert, dass das Unscheinbare womöglich ein Ausdruck ist von einer besonderen Leistung, nämlich unter extrem erschwerten Bedingungen, auf diese Art und Weise in der Schule Leistung zu zeigen und sich zu beteiligen. Die Lehrkräfte waren dann in aller Regel kurz ein bisschen irritiert, dann kam ein gewisser Enthusiasmus. Jetzt weiß man es, schon viel Zeit verloren, aber wir haben noch circa ein bis zwei Jahre, anderthalb bis zwei Jahre und jetzt kann man gegensteuern. Nochmal drei Wochen später, große Resignation bei den Lehrkräften, denn es war nach kurzer Zeit klar,
dass sie nicht viel machen können. So eine Grundschullehrkraft hat 25 bis 30 Kinder. Und diese strukturellen Probleme, die Rahmenbedingungen eines solchen armen Kindes, und unter Umständen hat man davon ja 10 oder 15 Fälle, die lassen sich nicht so mal eben nebenbei lösen. Und es hat also nur 2, 3 Wochen gedauert und schon war der Enthusiasmus weg. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, die Lehrkräfte sind nicht in der Lage, unter diesen schweren Rahmenbedingungen die Diagnostik zu erstellen. Also festzustellen, wie ist denn die Begabung wirklich? Mit Begabung meine ich, was ist das Potenzial? Gibt es da mehr Potenzial, als gerade erkennbar ist? Was die Lehrkräfte schaffen, ist, sie erkennen schon relativ gut, was die Performance ist. Aber was ist sozusagen im Bereich des Möglichen und nicht das, was wirklich realisiert wird gerade? Das, was im Bereich des Möglichen ist, dafür braucht man mehr Informationen als nur die Performance im Klassenraum. Und da sind die Lehrkräfte nicht in der Lage. Also Diagnostik nicht in der Lage. Nicht in der Lage ist jetzt hart gesagt, nicht in der Lage, wie wir es für die Fragestellung, die hier verfolgt wird, benötigen würden. Zweitens, selbst wenn wir die Diagnostik erstellen, was ja in diesem Projekt war sehr privilegierte Lage, dass da Wissenschaftler sich mit den Tagesabläufen von Kindern in Armut beschäftigen konnten. Selbst wenn diese Diagnostik erstellt wird, kann die individuelle Förderung, können die Gegenmaßnahmen auch nicht erstellt werden. Und das liegt nicht am schlechten Willen der Lehrkräfte, nicht an der schlechten Ausbildung der Lehrkräfte, sondern an den Rahmenbedingungen insgesamt im System. Das heißt, weder Diagnostik noch individuelle Förderung sind in dem Maße möglich, wie es nötig wäre. Und all das, was ich bis jetzt erzählt habe, fand statt vor Corona. Und jetzt kommt, wir sind bei Buchstaben C, Corona kam durch die Corona-Krise eine massive Verstärkung. Und dafür brauchte ich keine Studie, um das zu wissen. Denn alles, was ich gerade erzählt habe, deutet darauf hin, dass durch die Corona-Krise für arme Kinder die Situation sich extrem dramatischer entwickelt hat. Warum? Wenn ich, wie gerade gesagt, feststelle, dass in der gesamten Forschung seit Jahrzehnten erkennbar ist, dass in der Familie die Reproduktion von Ungleichheit stattfindet. Und im Übrigen, das war ein Gedankenexperiment in dem Buch, was ja Mythos Bildung, was ja vor der Corona-Krise geschrieben und veröffentlicht wurde, kurz vorher veröffentlicht wurde. Da ist ein Gedankenexperiment, wo ich beschreibe, dass ohne die Schulen die Ungleichheit und Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft noch viel schlimmer wäre. Das ist auch ein wirklich korrekter Satz. Der ist vielleicht ein bisschen provokant, aber der macht deutlich, dass die Schulen nicht primär daran, nicht ursächlich daran schuld sind, sondern man kann ihnen nur, wie ich eingangs schon gesagt habe, zum Vorwurf machen, dass sie die ungleichen Chancen nicht reduzieren oder angleichen. Aber sie sind nicht ursächlich dafür verantwortlich zu machen. Und jetzt finden die Schulen nicht statt. Das heißt, der Satz, ohne Schulen wäre es noch viel ungleicher und ungerechter, wurde seit dem Pandemiebeginn, ist vielleicht nicht richtig, aber seit dem Beginn der Maßnahmen, seit dem ersten Lockdown im März 2020 bis zum Sommer 2021, also in etwa anderthalb Jahre, führte das dazu, dass alles, was die Ungleichheit verstärkt, an Bedeutung und Raum gewonnen hat, und alles, was die Ungleichheit reduzieren kann, unter erschwerten Bedingungen stattgefunden hat. Und zwar in massiver Weise das Ganze auch noch ungleich. Ich will nur ein Beispiel nennen. In der Neuausgabe des Buchs gibt es ein Zusatzkapitel zu Corona. Da habe ich alle Bereiche, wo Corona die Ungleichheit besonders verstärkt hat, nochmal ausdifferenziert. Da kommen eine ganze Reihe von Punkten dazu. Aber ich will nur einen herausnehmen, der nochmal deutlich macht, wie ungleich das ist. Sie wissen alle, dass durch Corona gab es Schulschließung und da musste mehr oder weniger schlechte Fernlehre vollzogen werden. Und es gab Phasen, in denen Präsenzlehre unter Krisenbedingungen stattgefunden hat. Jetzt gucken wir uns an, wo leben arme Kinder und stellen fest, die armen Kinder leben ganz überwiegend in armen Stadtteilen. Soziale Segregation ist ein großes Problem in deutschen Großstädten, in ganz Europa, aber in Deutschland jetzt auch. Und das führte dazu, dass, und das wissen ja mittlerweile alle, dass die Inzidenz in armen Stadtteilen besonders hoch war.
ganz deutlich höher als in privilegierten Stadtteilen. Die Gründe dafür sind bekannt. Die haben nicht damit zu tun, dass es dumme Menschen wären oder verantwortungslose Menschen, sondern die Arbeitsbedingungen sind schwierig, man lebt auf engerem Raum und viele andere Dinge, die eben mit der Armut zu tun haben. Nicht umsonst, arme Menschen haben eine wesentlich geringere Lebenserwartung als wohlhabende Menschen, auch in Deutschland. So, und diese hohe Inzidenz führt natürlich dazu, dass die Inzidenz bei den Kindern in diesen armen Stadtteilen, in diesen Schulen in diesen armen Stadtteilen besonders hoch war. Was also bedeutet, dass es Schulen und Stadtteile gibt, an denen die Schulen, wo der Unterricht praktisch nie in Präsenz stattgefunden hat, weil permanent Quarantänemaßnahmen vollzogen wurden. Das heißt nicht Schullockdowns, sondern zwischen den Schullockdowns gab es ja eine Präsenzphase und in dieser Präsenzphase war die Schule praktisch durchgehend zu wegen Quarantäne, wegen zu hohen Inzidenzen und zwar sowohl bei den Kindern als auch bei den Älteren. Was dazu führt, dass selbst da, wo Präsenzunterricht, Kinder weniger Präsenzunterricht hatten, erstens und zweitens, das wissen wir auch, schlechtere Hardware aus Ausstattung haben und drittens die Schulen, besonders die Hauptschulen und die Grundschulen, gar nicht, auch die Schulen nicht vorbereitet, viel schlechter vorbereitet waren auf Fernlehre, auf die Nutzung digitaler Medien und. Das heißt, je prekärer die Lebenslage der Kinder, desto stärker war die zusätzliche Benachteiligung, die durch die Corona-Pandemie ihnen widerfahren ist. Denen es am schlechtesten ging, ohnehin, die litten unter Corona ganz besonders. Und das ist so stark, dass es unter Umständen bedeutet, dass wir jetzt Probleme haben, Defizite erzeugt wurden, die vielleicht nicht mehr auszugleichen sind. Zumindest wird das in bestimmten Kontexten wahrscheinlich so sein. Umso wichtiger, dass man jetzt die Lehren zieht. Und damit bin ich bei D, Digitalisierung. Digitalisierung ist nicht das Heilsversprechen. Damit wird man nicht alle Probleme des Bildungssystems lösen, keineswegs. Aber wir haben gesehen, dass dort in den Schulsystemen global, in den verschiedenen Staaten, als auch in Deutschland, in den Schulen, die mit digitalen Medien, mit digitalen Mitteln Erfahrungen hatten, die Pandemie wesentlich besser, wesentlich strukturierter vollzogen werden konnte, als dort, wo man in der Pandemie bei Null anfangen musste. Und das ist auch im Übrigen ganz klar, dass wir ausschließlich über digitalen Unterricht, über Fernunterricht, wahrscheinlich nie ein besseres Ergebnis herstellen oder das optimale Ergebnis herstellen. Aber ein rein analoger Unterricht eben auch nicht. Das heißt, wir brauchen eine Verzahnung und eine Verknüpfung von digitalen und analogen Formaten. Und da schweben mir ganz besonders in einem Bereich, eben genau jenem Bereich, den ich gerade beschrieben habe, große Möglichkeiten vor. Und zwar, ich habe ja gerade gesagt, dass Lehrkräfte im Hinblick auf Diagnostik und im Hinblick auf individuelle Förderung gerade dann schlecht dastehen, wenn die Rahmenbedingungen besonders ungünstig sind. Jetzt bräuchten sie genau dort Unterstützung und da liegt, glaube ich, das große Potenzial digitaler Formate, digitaler Medien, nämlich in dem durch bestimmte Algorithmen, bestimmte Programme, die Diagnostik bezogen auf Kinder und Jugendliche mit viel mehr Information vollzogen werden kann und dann auch entsprechend gefördert werden kann. Dort wäre es zum Beispiel möglich zu sehen, in welcher Zeit schafft man was Bestimmtes. Wie ist die Lernentwicklung? Das sind alles Dinge, die Lehrkräfte, nehmen wir das Fach Mathematik, eine Lehrkraft in Mathematik, die so viele Kinder hat und auch noch verschiedene Klassen hat, die kann das gar nicht so im Überblick haben. Und das könnte man damit sehr gut machen. Haben im Übrigen in verschiedenen Staaten der Welt schon die ersten Erfahrungen. Die Programme gibt es, diese Tools gab es auch schon vor Corona. Und die führen dazu, dass man beispielsweise es hinbekommt, dass Kinder, die das Gefühl haben, zum Beispiel in Mathe,
dass sie es nicht verstehen, es nicht können. Es ist ja so ein Mythos, dass Mathe ein Begabungsfach wäre, was man einfach nicht kann. Das glauben ja manche Menschen wirklich. Das Gegenteil ist der Fall. Mathe ist ein Fleißfach. Das Problem ist, dass Mathe wie eine Sprache ist. Alles baut aufeinander auf. Ein halbes Jahr nicht aufgepasst, egal wann, bis zum Ende der Schulzeit wird das einem wie ein Rucksack im Gepäck leiden lassen, weil egal, ob man gerade nicht aufgepasst hat, wie man Klammern auflöst, wie man Formeln auflöst, wie bestimmte Formeln sind, Punkt vor Strichrechnung und so weiter, diese einfachen Rechenmethoden, wenn man da nicht drin ist, die werden sukzessive immer weiter verwendet. Und so, solche Programme schaffen Folgendes, die erkennen, wenn ein Kind in irgendeiner Jahrgangsstufe vor einer Aufgabe steht und einfach gar nicht einmal weiß, was es daran nicht versteht, gibt es Möglichkeiten der individuellen Lernbegleitung unter Zuhilfenahme digitaler Medien, Tools, die das dann erkennen, die Kinder dann in einen anderen virtuellen Raum schicken, das nochmal wiederholen lassen und wieder zurück. Wenn man das nutzen würde, und zwar begleitend und auch unter Betreuung von Menschen, auch analog, dann würde man ganz viele der Problematiken, die ich vorhin beschrieben habe, in den Griff bekommen können. Das schaffen diese digitalen Methoden nicht alleine. Die müssen natürlich zielgerichtet, strategisch in den Schulen implementiert werden. Die dürfen nicht einfach nur bestellt werden und dann irgendwie verwendet werden. Aber da besteht die Chance, etwas zu schaffen, was wir in analogen Formaten alleine nicht schaffen können. Das liegt einmal daran, dass die Lehrerausbildung das nicht hergibt. Das liegt im anderen daran, dass wir einen Lehrermangel haben. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich eher mit größeren Klassen rechnen als mit kleineren Klassen. Das ist kein Problem des Geldes, sondern ein Problem der Fachkräfte. Wir können uns jetzt wünschen, dass in 10 Jahren wir mehr Lehrkräfte ausgebildet haben, aber es wird 10 Jahre, würde im Idealfall 10 Jahre dauern, bis diese Lehrkräfte da sind. Das heißt, wir müssen jetzt in einer besonderen Krisensituation neue strategische Wege gehen und das geht nicht ohne erstens Digitalisierung und ohne zweitens neben den Lehrern andere Fachkräfte in das Schulsystem zu implementieren, multiprofessionelle Teams, die eben das gemeinsam mit den Lehrkräften drittens schaffen, worum es eigentlich gehen muss, den Einfluss von Armut auf Bildungskarrieren reduzieren will und Chancengleichheit, zumindest sich der Chancengleichheit annähern möchte, nämlich man muss alles erfahrbar machen in den Schulen, was die Gesellschaft zu bieten hat. Und das muss man unter Zuhilfenahme so vieler Zugänge zur Welt wie nur möglich. Dazu gehört auch Digitalisierung, aber auch eine viel, viel bessere Ausstattung der analogen schulischen Realität von Immobilien über Personal bis hin zur gesamten Infrastruktur. Und auf den Weg macht man sich jetzt langsam. Das, was hoffnungsfroh machen sollte, ist, und damit möchte ich enden, dass vor Corona die meisten Bildungspolitiker mir regelmäßig gesagt haben, dass es nichts Riskanteres gibt, politisch Riskanteres gibt, als eine umfassende Bildungsreform. Und seit ungefähr 2-3 Monaten höre ich von den gleichen Personen, dass es nichts Riskanteres gibt, als keine umfassende Bildungsreform jetzt zu planen. Das ist doch erstmal eine ganz gute Botschaft. Den Rest müssen Sie tun. Vielen Dank. Thank you.
Vielen Dank an Aladin El Mafalani für diese Eröffnung rund um das Thema Bildungsgerechtigkeit in der digitalen Transformation. Ja, teilweise ernüchternde Aussagen und deshalb eigentlich umso wichtiger, sich noch einmal bewusst zu machen, wie ungleich unser Bildungssystem auch hier in Deutschland ist. Umso ermutigender dann die technologische Perspektive. Technologie kann hier ein ganz wichtiger Hebel sein, um in diesem Bereich Veränderungen zu ermöglichen. Ja, damit geht es in unserem Programm jetzt auch direkt weiter. Sie haben nun im Anschluss die Wahl zwischen drei verschiedenen Keynotes und Themen. Zum einen Hashtag German Dream statt German Angst, wie Bildung zu einer vielfältigen Gesellschaft beitragen kann, mit Düsen Tekal, Menschenrechtsaktivistin, Journalistin, Gründerin der NGO German Dream und seit kurzem Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Zweitens Digitalität als Verstärker sozialer Lernerfahrungen mit Professor Dr. André Holstein, Prorektor Fernstudium an Deutschlands größter Hochschule, der IU International University. Und drittens Future Skills. Wie können wir schon heute für morgen ausbilden? Mit Professor Dr. Jasmin Weiß. Sie ist Aufsichtsrätin, Gründerin und zudem auch noch Professorin für BWL an der Technischen Hochschule Nürnberg. Zu diesen Keynotes, zu diesen Themen können Sie ganz einfach navigieren. Dazu bitte dieses Fenster, diesen Browser-Tab hier schließen, dann einfach wieder auf die zentrale Konferenzseite zurückgehen und von dort aus dann direkt einen der drei Vortragsräume über die Navigation Keynotes und Sessions auswählen und dann virtuell beitreten. Ich darf Ihnen abschließend jetzt viel Spaß und gute Informationen bei den weiteren Vorträgen wünschen.